Stadion in Bern. Schäfer da innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! Jeder kennt diese Bilder der Fußball-WM 1954. Eingebrannt in das kollektive Gedächtnis ist es ein Schlüsselerlebnis der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zwar ist der moderne Fußball professioneller, doch das Ziel ist immer noch das gleiche. Das Runde muss in das Eckige. Dieses simple und doch faszinierende Prinzip hat sich seit über 5000 Jahren nicht verändert. Schon die Mayas spielten Fußball. Florian Reiter bringt uns mit seinem Buch Der Kick mit dem Ball die facettenreiche Geschichte des Fußballs näher. In dem Buch wird nicht nur 5000 Jahre Fußballgeschichte behandelt, sondern es geht auch um Politik und Fußball. Warum haben beispielsweise englische Könige im Mittelalter bereits den Fußball verboten? Und was haben die Könige ihren Untertanen stattdessen empfohlen? Die Kommerzialisierung des Fußballsports spielt eine Rolle. Die hat auch bereits früh angefangen. Schon die Azteken hatten Profifußballspieler, wobei das Fußballspiel damals noch Steißbeilspiel hieß bei den Azteken. Ein weiteres Kapitel behandelt das Thema, ist Fußball ein Männersport? Und kommen immer mehr Frauen zum Fußball oder bleibt die Zahl der Frauen, die sich für Fußball interessieren, konstant? All das, wie gesagt, lesen Sie in meinem Buch Der Kick mit dem Ball, die Geschichte des Fußballs. Ich wünsche Ihnen einen guten Kick beim Lesen des Buches und viel Spaß.